Ich habe was bekommen aus Korea mit der Korea Post. Hallo und herzlich willkommen, meine Bay Bros im Bay Stadium. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute haben wir ein ganz besonderes Unboxing. Ich habe was bekommen aus Korea mit der Korea Post. Und ich erzähle euch mal kurz, was hier drin ist. Dafür muss ich das ablesen. Das B09 Beyblade Burst Bay Stadium Standard Type. Und dieses Beyblade Burst Stadium, was hier drin ist, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist das Weiße mit dem durchsichtigen Rand. Es hat etwas gedauert, bis es hier angekommen ist. Immerhin musste es knapp 10.000 Kilometer zurücklegen. Aber jetzt ist es endlich da und ich bin richtig gespannt, wie das aussieht. Ich habe mega Bock, es auszupacken. Vor allem, es wirkt sehr groß. Also der Durchmesser ist, glaube ich, um einige ist größer als bei dem Standard Beyblade Burst Hasbro Stadium, das blaue, was ich sonst benutze. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht zu viel Zeit mit Gequatsche vorweg, sondern wir gehen direkt zum Unboxing. Und da ist das Riesenpaket. Ich würde sagen, ich nehme erstmal ein kleines Messerchen und mache mal hier an der Seite ein bisschen was auf. Knister, knister. Es ist auf jeden Fall sehr dick verpackt. Gestaltet sich schwieriger als gedacht. Und da sehe ich schon was. Na, komm raus. Geilo, da ist es. Und wir sehen hier viele asiatische Schriftzeichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier drauf ist, aber wir sehen hier Beyblade B09 Takaratomi. Das ist wirklich riesig. Ich kriege das kaum hier auf meine Kamera drauf. Meine Güte. Wir packen es einfach direkt weiter aus. Zack. Und hier haben wir ja die kleinen Bubbles, um das Ding zusammenzubauen. Wie gesagt, ich habe es aus Korea, habe es über einen Internetshop bestellt. Wenn ihr das auch haben wollt, ich packe nochmal einen Link unten in die Beschreibung. Ich meine, mittlerweile gibt das sogar bei Amazon, habe ich gesehen. Kann man das auch bestellen. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier Clips, die ineinander klippen. Ungefähr so, okay. Ah, okay. Hier, es wird so übereinander gelegt und dann hat man hier Taschen, wo man rausfliegt. Das ist natürlich schön für den Ringout, denn was ich bei den Hasbro Bay Stadium sagen muss, die Taschen sind einfach viel zu klein. Das kann ganz oft sein, dass man jemanden rausgehauen hat. Er fliegt raus in die Tasche, es wäre eigentlich ein Ringout, aber trotzdem kommt er wieder rein in den Ring und das ist natürlich eigentlich nicht Ziel des Ganzen. Aber wie bauen wir das zusammen? Ich hätte das Papier nicht weglaufen lassen. Ich muss mir doch einmal angucken, kommen die dicken Enden nach oben oder nach unten? Okay, hier steht gar nichts drauf. Ich habe mir gerade nochmal das Papier hier geholt. Auf dem Bild sieht man, dass die großen Enden nach oben kommen und die kleinen nach unten. Gut zu wissen, man sieht es auf dem Bild. Das heißt, wir machen es hier groß nach oben, zack, klein nach unten. Clip. Damit hätten wir es zusammengebaut. Sehr schön, hier oben steht auch Beyblade drauf. Hier nochmal ein Sicherheitshinweis auf einer asiatischen Schrift, die ich leider nicht verstehe. Zum kleinen Austesten des Stadiums nehme ich einfach mal Satomp S3 und Veltridge V3. Harte Hits haben wir hier. Sehr schön. Mir gefällt die Arena wirklich sehr gut. Jetzt, wenn keine Verpackung drum ist, einmal die blaue Arena, noch einmal hier der Vergleich. Hier kann ich einmal die Hand, den vom Daumen bis zum kleinen Finger und hier haben wir kleiner Finger. Selbst wenn ich ganz lang mache, schaffe ich es nicht. Also wir haben hier gute, würde ich sagen, 4 bis 5 cm mehr Durchmesser im Vergleich, was ich gerade schon angesprochen habe. Hier die Taschen, das heißt, bei dem blauen Hasbro, da haben wir hier die Möglichkeit, dass der Bay sich zwar hier verfängt und dann es einen Ringout gibt, aber wenn er sich noch dreht, kann er sich da auch so rauswinden und wieder in den Ring kommen. Das heißt, man hat eigentlich einen Ringout geschafft und er kommt trotzdem wieder rein. Das ist gerade gegen Gegner wie Fafnir F3. Den haben wir, wo haben wir ihn denn? Da haben wir gegen Fafnir F3. Wenn ihr da das Unboxing sehen wollt, da einfach mal hier oben auf die Infobox. Da seht ihr das Unboxing zu Fafnir F3. Fafnir F3 ist extrem schwer zu bursten. Das heißt, dadurch, dass er auch noch ein Stamina-Type ist, kann man fast keinen Survivor-Finish gegen ihn schaffen. Und man muss ihn eigentlich aus dem Ring raushauen. Und so ist das natürlich viel besser, weil aus dem Ring raus heißt, aus dem Ring raus. Da gibt es kein Zurück mehr. Das war das Unboxing zum B09 Bay Stadium von Takaratomi. Ich bin wirklich begeistert davon. Es ist das beste Stadium, das es aktuell meiner Meinung nach gibt. Im Vergleich vor allem zu den Hasbro-Modellen
ist es deutlich drüber. Es ist einfach viel, viel, viel besser. Gerade durch die großen Taschen ist ein echtes Ringout-Finish auch ein echtes Ringout-Finish. Das heißt, wenn hier einer rausfliegt, ist er auch draußen. Genauso muss das in einem Tournament und in einem ausgeglichenen Match auch sein. Da ist keiner im Vorteil, keiner im Nachteil. Alles extrem gleich und fair. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, Takara Tomy in Deutschland etwas schwer zu bekommen. Also wenn ihr einen vertrauenswürdigen Shop findet, der euch das Ganze aus dem Ausland schickt, dann müsst ihr eigentlich zuschlagen. Ich bin der Meinung, das sollte in jede Sammlung eines Bladers. Das ist perfekt für jedes Match. Kann ich eigentlich nichts anderes groß zu sagen, außer dass die Farbkombi weiß und durchsichtig mir extrem gut gefällt. Lasst mal ein Like, Kommen und ein Abo da. Vielleicht schreibt ihr auch mal in die Kommentare, habt ihr es vielleicht auch schon aus dem Ausland geholt oder benutzt ihr die Hasbro oder benutzt ihr vielleicht sogar welche, die ihr selbst gebaut habt. Darüber können wir uns in den Kommentaren unterhalten. Für mich bleibt nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.